Heute geht's weiter und zwar erstmal mit dem Innenausbau am Fahrzeug. Ich möchte heute den Boden soweit vorbereiten. Ich weiß nicht, wie weit ich da komme mit Zuschneiden und alles. Habe jetzt gerade hier schon mal eingezeichnet, den grünen Strich, den ihr seht, für den Einstieg, um das Ganze jetzt zu schneiden. Und dann ist mir eingefallen, nimm doch mal die Kamera dabei. Sonst fehlt dir nachher was. Ich wollte ja eigentlich erst weitermachen mit den Sitzbänken bzw. Schlafgelegenheiten, aber da ich entdeckt hatte, dass hinten diese schwarzen Abdeckungen sind, um an die Rücklichter zu kommen, mache ich jetzt doch erst den Boden rein, um garantiert zu wissen, dass das mit den Bänken so passt, wie ich mir das vorstelle. Daher wird jetzt mit dem Boden erst angefangen. Ich habe da schon die Gabeltrommel stehen. Hier vorne die Stichsäge und Handkreissäge. Beide schon über 20 Jahre alt, aber das wird wohl noch gehen. Und das bereite ich jetzt vor und schneide das dann zurecht. Beim Schneiden selber werde ich nicht filmen, weil es unangenehm laut ist. Auch hier in der Garage das halt. Aber die Ergebnisse werde ich euch gleich zeigen. Wie man schön sehen kann, erste Operation gelungen. Das Ganze hat eine schöne Fläche direkt hier an der Rundung. Hier, da werde ich noch mal kurz mit der Feile dran gehen. Das ist eine Kante und die werde ich ein bisschen anrunden. Aber das geht schon fast so mit dem Daumen weg. Also alles gut. Erste Platte liegt. Schauen wir mal weiter. Natürlich kommt da nachher noch Dämmung drunter. Das muss ich jetzt nicht, glaube ich, extra erwähnen. Mir geht es jetzt nur ums Zuschneiden. Das erste Stück war jetzt ein Kinderspiel, aber jetzt geht es darum, diese Platte erstmal hier kürzen, da wo die grüne Linie eingezeichnet ist, um das Ganze erstmal reinlegen zu können. Da hinten muss ich schon mal 13 x 5 cm machen, um an dem Holm vorbeizukommen. Und dann muss ich noch schauen, wie wir das in der Gesamtlänge beziehungsweise in der Tiefe noch zukürzen müssen. Aber das sind erstmal so die Schnitte, um eine grobe Form zu machen. Weil mit einmal Messen reinlegen, das passt meistens eh nicht. Das lange Stück ist jetzt ab. Hier, wie ihr sehen könnt, ein bisschen gestaubt hat es auch. Einmal soll doch Spuren hinterlassen im Leben. Eine Spur. Ah, Spaß. Das habe ich jetzt eben mit der Handkreissäge gemacht. Hier dieses Stück, da habe ich ein Stück zu weit gesägt, wie ihr seht. Aber das muss nachher zu 99% eh noch weg. Und ansonsten, wie gesagt, da kommt noch Dämmung drunter. Es kommt noch Boden drauf. Wahrscheinlich Linoleum. Und dann sieht man da auch nichts mehr von. Nobody is perfect. Wie man gerade schön sehen kann, habe ich alles passend zugeschnitten. Richtige Länge, richtige Tiefe. Auch nur 5-mal nachmessen, weil man ja genau ist. Und dann muss ich feststellen, dass die Nut oben kürzer, unten länger ist. Und ich habe das Ding genau seitenverkehrt geschnitten. Weil ich nämlich die lange Nut oben haben muss, damit es hier dran passt. Jetzt könnte man sagen, da ist nur ein Millimeter Luft zwischen. Aber das will ich nicht. Deswegen schneide ich es jetzt eben nochmal neu, das eine. Und hoffe, dass ich dann zum Ende vielleicht das, was ich jetzt verschnitten habe, noch für den Heckabschnitt nutzen kann. Wenn nicht, muss ich für 4,95 nochmal ein neues Brett holen. Ist dann so. Muss ja, irgendwas ist immer. Das zweite liegt. Jetzt habe ich nur gerade festgestellt, dass ja hier auch so eine Ecke fehlt, weil ich das Brett ja insgesamt schon gekürzt hatte. Aber das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, weil da eh was steht nachher. Und ich sowieso hier noch eine Kante drauf mache. Das wird dann schon alles passen. Auf jeden Fall jetzt, wo ich wusste, wie rum es muss, war ja nur nachzeichnen und dann eben dieses Stück, was ja das Einfachste ist, eben raussägen die Trittstufe. Aber es passt sehr genau. Es ist nahezu perfekt bündig. Schön. Jetzt das nächste Stück. Reinlegen, ausmessen, anzeichnen, sägen und so weiter. Ja, ruckzuck ist das nächste Teil drin, zwischen den Radkästen.
Das brauchte ich einfach nur links, rechts kürzen und einpassen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, warum lässt der links und rechts überall so 2 mm Luft? Das ist gewollt, weil das Holz ja letztendlich auch ein bisschen arbeiten können muss. Und unter anderem ja trotzdem fest ist, weil ich ja vorne und hinten das Ganze verschrauben werde. Wie gesagt, die Dämmung kommt noch drunter. Jetzt mache ich mir an das kleine letzte Stück, was ich aber nur bis hier an diese dicke Schweißnaht setzen werde und nicht hier hinten auf den Rahmenträger, wo das Schloss sitzt und sowas, weil das mit der Innenverkleidung und eher schwierig ist. Das Ding ist schräg ansteigend, das musste unterfüttert werden. Das muss echt nicht sein. Aber ansonsten bin ich erstmal vom Innenraum recht zufrieden und es geht auch ganz gut. Ich glaube, jetzt bin ich ein gutes Stündchen hier zugange, ein bisschen mehr. Und ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Hier sieht man das Resultat von 2,5 bis 3 Stunden Arbeit. Fakt ist, dass das letzte Stück, und zwar dieses hier, am längsten gebraucht hat, weil die Karosserie hier schräg zuläuft, hier verschiedene Höhen hat, hier abfallend ist und. Aber wie ihr seht, es ist fest, da kommt die Isolierung jetzt noch drunter. Ich hoffe, dann passt es immer noch. Musste hier schon mal die Seitenverkleidung abnehmen, aber da kommt ja auch Armaflex noch rein. Aber was schön ist, der Zustand des Fahrzeuges, wie ihr hier am Lack seht zum Beispiel auch, also es ist noch nichts von Rost zu sehen oder sonst was. Hier ist schon dieses Antiknall überall drin auf beiden Seiten, großflächig. Und hier in den Hohlräumen ist ein bisschen Staub, das werde ich noch rausnehmen. Einmal sauber machen. Ansonsten ist das top. In Ordnung alles. Ja, jetzt werde ich den Boden wieder rausnehmen. Die Isolierung anbringen, meine Markierungen machen, wo ich den am Karosserieboden befestige. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, jetzt ist gerade schon ein bisschen dunkler geworden, sehe ich auf dem Bild hier. Aber wie ihr hier seht, ich muss jetzt das Ganze nochmal absaugen. Der Boden ist wieder raus. Absaugen, dann die Markierungen machen, wo ich den Boden nachher verschrauben werde. Die Isolierung noch drunter und das werde ich euch dann wahrscheinlich das nächste Mal zeigen, weil für heute reicht es erstmal. Es dauert doch länger als man denkt. Erst geht es ganz flott und dann hinten so Fummelarbeiten, das dauert immer ewig, habe ich das Gefühl. Naja, so weit, so gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn ich den Boden dann endgültig einbaue oder erst die Isolierung mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ihr werdet sehen. Macht's gut, euer Markus.